Asipower! Top 10! Die teuersten Weihnachtsgeschenke der Welt. Auf Platz 10 haben wir ein Skateboard von der Marke Louis Vuitton. Das Graffiti ist von dem Künstler Steven Sporos. Es kostet 8.250 US-Dollar. Auf Platz 9 haben wir einen Schnuller der Extraklasse. Er ist nämlich mit 278 Diamanten bestückt und kommt von der Firma Personalized Pacifers und kostet 17.000 US-Dollar. Und auf der 8 haben wir goldene Schnürsenkel von der Firma Mr. Kennedy. Ein Paar kostet schon 19.000 US-Dollar. Kommen wir nun zu Platz 7. Ein USB-Stick mit Diamanten bestückt von der Firma Lamation Savish. 16.500 US-Dollar kostet die pinke Saphir-Ausgabe. 24.400 US-Dollar, wer die rote Rubin-Ausgabe bevorzugt, und 36.900 US-Dollar, wer gern grüne Smaragde weiterschenken möchte. Auf Platz 6 kannst du einen Flug ins Weltall machen von der Firma Recurring Galactic Space Group. Kosten 200.000 US-Dollar. Auf Platz 5 kannst du deinem Liebsten einen Tag bei einem roten Teppich-Award spendieren. Von der Firma Neyman Marcos. Kosten 425.000 US-Dollar. Kommen wir nun zu Platz 4. Ein 24-karätiges Gold Extreme Mountain Bike von der Firma The House of Gold. Kosten 495.000 US-Dollar. Kommen wir nun zu Platz 3. Ein Sportwagen der Submarine von der Firma Hammond-Josh Schlemmer. Es kann an Land und bis zu 33 Meter unter Wasser fahren. Kosten 2 Millionen US-Dollar. Platz 2. Gave Gay Eastland bei den Bahamas. Wer träumt nicht von seinem eigenen Luxushaus auf einer eigenen Insel? Für rund 110 Millionen US-Dollar ist das möglich. Und auf der 1 Utopia von der Firma Frontier Group and Utopia Resins. Dein eigenes privates Inselschiff für 1 Billion US-Dollar. 2017 im Handel. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, euer Pasi Power. Woohoo!